Herzlich willkommen, Leute, zu allerersten. Ja, jetzt allerersten Folge. Klicker hier ist auf meinem Kanal. Ja, und ich habe mich jetzt ein bisschen so entschieden, wann wir dieses Spiel bringen werden oder wann ich es bringen werde. Weil, wie gesagt, Leute, bitte schaut euch das nur an, wenn ihr euch wirklich dafür interessiert. Wenn ihr Minecraft sehen wollt, dann guckt euch Minecraft-Videos an. Weil ich möchte Klicker Heroes Videos in Zukunft einfach immer fast zeitgleich mit einem Minecraft-Video bringen. Das heißt, wer mich gerne unterstützt, wer treu ist, der schaut halt beide Videos an. Und wer halt ja, sich für das Spiel interessiert oder wer daran auch Interesse hat, der schaut halt einfach sich das an. Und wer halt Minecraft will, der schaut sich Minecraft an. Also. Und das heißt natürlich auch, ja, wirklich, schaut euch einfach nicht an, wenn ihr es wollt. Gut, aber auf jeden Fall herzlich willkommen zu allerersten Folge Clicker Heroes. Und ja, ich bin ja so schon ein ziemlicher Experte in dem Spiel. Das heißt, ich sollte auch mal ein bisschen vorsichtiger erklären von Anfang an. Auf jeden Fall geht es dann darum zu klicken auf dieses Vieh hier. Ja, sieht man schon. Wir haben jetzt eins getötet und kriegen hierfür ein Gold. So, das ist alles. Ja, wir sind ja auf Level 1 aktuell und wir haben hier Angry Potatoes, die auch auf Level 1 sind. Und die muss man dann töten. Und dafür kriegt man halt Gold. Ja, das ist schon mal die erste Sache. Und man kann halt, man muss immer 10 Stück von einer Art töten pro Level und dann kann man aufs nächste Level aufsteigen. Ja, ich spiele das Ganze hier über Steam übrigens. Vorhin, also bei der letzten Aufnahme von Clickerhios, wo ich euch gefragt habe, ob ihr das Spiel wirklich sehen wollt. Weil sehr, sehr viele haben echt geschrieben, dass sie das Spiel sehen wollen. Und deshalb habe ich es auch, ja, oder bringe ich es jetzt auch. Und wirklich, nur diejenigen, die es interessiert, die sollen sich das anschauen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wer sich für das Spiel nicht interessiert, das soll es nicht angucken. Bitte. Danke, Leute. So. ja, auf jeden Fall, eine ganz sicher günstig. Ich soll von neu anfangen. Und ja, das mache ich auch mal. Und ja, gut. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, diesen Schaden, den wir hier machen, zu steigern. Und zwar sehen wir das hier. Es geht auch gleich so toll hier am Anfang. Man soll jetzt so einen kaufen. Zack. Und wenn wir jetzt so einen kaufen, dann sehen wir hier oben, wir haben jetzt 2 Klick Damage. Das heißt, wir machen jetzt pro Klick, den wir machen, 2 HP Schaden bei dem. Das ist richtig geil. Und wir sehen auch schon, jedes Mal geht das ein bisschen hoch, der Preis. Also wenn wir jetzt wieder einen kaufen, dann geht das schon auf 8 hoch. Aber das macht natürlich auch immer mehr Damage. Dann hier gibt es immer so ein paar Upgrades, die man sich kaufen kann. Da gibt es ganz, ganz viele am Ende. Und es gibt natürlich auch Heroes. Wir haben hier zum Beispiel das Tree Beast, was dann auch Damage per Second macht. Das heißt, dieses macht Schaden, ohne dass wir klicken müssen. Und das ist richtig geil, weil darüber wird später dann alles ablaufen. So, und wie ihr schon sehen, können wir relativ easy die ganzen Monster jetzt killen. Ihr könnt natürlich meinen Autoclicker hier ein bisschen abusen. So, jetzt haben wir da gerade schon mal ein bisschen Achievements dafür bekommen. Weil grundsätzlich spiele ich selbst das Ganze mit Autoclicker in meinem Late Game. Aber das soll ich jetzt hier nicht tun. Ich werde das hier nicht tun bei diesem Clicker Heroes, was ich mit euch zocken möchte. Sondern ihr seht es hier auch, auf Level 2 kriegen wir von allen Monstern 2 Gold. Und auf Level 3 dann 4 Gold und so weiter. Also es steigert sich halt immer. So, jetzt sind wir auch schon wieder Area Complete. Dann könnt ihr mal auf Area 3 gehen. Und ja, ihr bekommt jetzt auch. Es gibt dann, ist immer ein bisschen ein Unterschied, wie viel Gold kommt, aber grundsätzlich, je höher das Level, desto mehr Gold. So, und ich möchte jetzt hier gerade mal schnell sparen, bis wir 50 haben, dann können wir nämlich diesen hier kaufen, das Tree Beast. Und jetzt sehen wir hier, wir haben hier 5 DPS. DPS steht für Damage per Second, also Schaden pro Sekunde. Und ihr seht jetzt hier auch, ich mache keine Klicks und dieses Monster verliert trotzdem Leben. Das heißt, ja, wir müssen hier aktuell nichts machen. Wir haben zwar 8 Click Damage, was wir auch gut einsetzen können, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, ja. Und ja, so geht es dann jetzt immer weiter am Anfang. Am Anfang werden wir noch sehr, sehr viel selbst klicken müssen wahrscheinlich. Aber irgendwann besteht das ganze Spiel praktisch nur noch aus DPS. Also, das heißt, in Zukunft oder wenn ihr dann irgendwann mal im Late Game angelangt sind, dann müssen wir nicht mehr klicken. Dann wird alles automatisch für uns gemacht. So. Und ihr seht auch, wir müssen aktuell immer noch hier manuell weiterschalten zwischen den Leveln. Das kann man auf Level 100 dann ändern. Da wird automatisch weitergegangen. Aber ja, dazu kommen wir wahrscheinlich erst ungefähr in der 5. oder 6. Folge, behaupte ich jetzt mal. So, und jetzt kaufen wir mal. Na, ich würde gerne noch ein bisschen mehr davon haben. So, und jetzt sehen wir hier Level 5. Und hier sehen wir oben angezeigt, eine Sekundenanzeige. Und unten sehen wir auch, der hat relativ viel Leben, dieser Boss. Das heißt, also Boss, der hat es schon gesagt. Das heißt, alle 5 Level gibt es einen sogenannten Boss. Der droppt relativ viel Gold, wie ihr gerade sehen. Und ja, die gibt es dann innerhalb von einer gewissen Zeit zu töten. Und das ist dann die Herausforderung von den einzelnen Level.
Weil sonst könnte man das Ganze einfach immer so durchlaufen lassen und denken, ja, easy, gut, ich warte jetzt mal 10 Jahre und dann bin ich mal auf Level 1000 oder so. Und nee, so funktioniert es eben leider nicht. Da haben sie dann die Entwickler was Gutes eingebaut, damit das nicht möglich ist. So, und ich würde jetzt gerne dieses Click-Upgrade kaufen. Das kostet uns 100 Gold. Ich würde sagen, dafür klicken wir noch schnell. So, und wie ihr auch gesehen habt, vorhin, als ich hier meinen Autoklicker benutzt habe, ganz kurz. So, werde ich jetzt nicht mehr tun. Da kann man schon ein erstes oder ich glaube schon zwei Achievements oder so zusammen. Und die können wir hier mal angucken. Jetzt 3% von allen Achievements, nämlich hier. Klick 12 mal in 1 Second, in 14 und so weiter. Man kann das bis zu 25 Mal pro Sekunde upgraden und dann hat man halt sozusagen das größte Upgrade. Das ist übrigens auch relativ einfach möglich, ohne Autoklicker, 35 Klicks pro Sekunde. Aber da kommen wir dann später dazu. Und man sieht ja auch immer, man bekommt bei jedem Achievement halt ein bisschen mehr Damage per Second dazu. Das sehen wir jetzt zum Beispiel. Wenn wir das jetzt erreichen würden, würden wir 5% mehr Damage per Second kriegen. Das ist eigentlich schon richtig geil. So, wir kaufen uns jetzt mal dieses Upgrade hier. Da mache ich auf jeden Fall schon mal 25 Klick Damage, was auf jeden Fall schon ordentlich ist. So, mal hiervon auch ein bisschen was kaufen, damit wir auch mehr Damage per Second machen. Also am Anfang wird es so sein, dass wahrscheinlich Damage per Second und Click Damage ja fast immer ungefähr gleich sind. Und danach wird es dann upgraden. Und ja, was ich übrigens auch wirklich sehr, sehr wichtig fände, oder was mir persönlich sehr wichtig wäre, wenn ihr mir ein bisschen ja, Themen in die Kommentare schreiben würdet, worüber man gut reden könnte. Bei Clicker Heroes, das besteht natürlich im Prinzip halt nur aus Klicken und ein bisschen Upgrades kaufen und mehr Heroes kaufen dazwischen. Und ja, ansonsten muss man einfach sagen, gibt es da nichts weiteres zu sehen. Ja, ich werde auch persönlich, also wenn ich mal nicht aufnehme, ich werde da schon auch ein bisschen weiterspielen. Nicht allzu viel am Anfang. Und Achievement! Wir haben 100 Mobs gekillt. Das gibt 1% mehr Damage per Second. Geile Sache. So, 500 Gold kostet das. Da möchte ich noch hinkommen. Ich habe vorhin auch gesehen, da war man so eine Schatztruhe schnell, die ganz, ganz viel Gold gedroppt hat. Und so eine möchte ich auf jeden Fall auch haben. Also ja, solche Schatztruhen, die droppen halt einfach sehr, sehr viel Gold. Wie ihr gerade gesehen habt vorhin. Und diese können extrem Vorteil im Spielen sein. Am Anfang sowie auch im Late Game. Die können immer ein Vorteil sein, theoretisch. Es gibt noch Dinge, über die man sich weitere Vorteile erkaufen könnte, aber das werde ich jetzt erstmal noch nicht ansprechen. Das werde ich dann ansprechen, sobald wir dazu kommen. Sondern jetzt Ivan, the Drunken Warlock, gekauft. So, und jetzt mal 10 oder gleich Level 10 noch schaffen. Oh, hier haben wir jetzt so eine Kiste. So, jetzt zünden wir die. Zack, und jetzt seht ihr, wie viel Gold wir da gekriegt haben. Richtig nice. Gut, dann gibt es ja natürlich auch das hier. Hier kann man einfach ein bisschen Statistiken zum ganzen Game sehen. Das werde ich euch dann mal irgendwann erklären, wenn es auch relevant ist. Und ja, und so, das ist so wirklich die erste Folge halt. Wo ich versuche einfach so viel wie möglich zu reden und einfach ja, euch zu unterhalten dabei natürlich, weil Clicker Heroes, wer Clicker Heroes nicht kennt, dem wird es am Anfang extrem langweilig vorkommen. Ich persönlich finde es jetzt eigentlich auch langweilig. Aber ja, wie gesagt, es ist 3/4 Jahr her, seitdem ich bei diesem, an dieser Stelle, wo ich jetzt aktuell gerade bin. Und deshalb macht das einfach. Kann man sehen. Level 10 müssen wir eigentlich schaffen. Oh, so schnell klicken wie möglich. Oh. Ja, wenn ich auch schnell klicke, dann schaffe ich ja die 6 oder 7 Klicks mit meiner Maus. Man hört es ja auch, wenn ich hier aufnehme. Weil meine Maus ist dann wirklich fast direkt unter dem Mikrofon. Oh. Ich möchte es auch nicht Autoklicker benutzen. Ah, komm, Level 10 müssen wir schaffen. Ja, nur nice. So, und danach ein Achievement gekriegt. Wir haben Zone 10. Wir haben Zone 10 geschafft. GG, Leute. GG. War ich sehr schön für uns. Ja, ich richtig. So, ich möchte noch ein bisschen mehr Gold farmen, Shell, weil ich möchte euch auch eine ganz gute Sache zeigen. Was man am Anfang auf jeden Fall auch wissen sollte bei Clicker Heroes. Ja, dann würde ich auch sagen, nachdem ich euch das gezeigt habe. Was ist erstmal von dieser Folge? So, man kann nämlich Shift drücken und dann seht ihr links. Dann ändert sich diese Anzeige hier. Dann kann man nämlich 10 Upgrades auf einmal kaufen. Das werden wir jetzt am Anfang wahrscheinlich noch nicht tun. Weil wir einfach noch nicht so viel Gold haben zum Ausgeben. Man kann mit Shift 10 Upgrades kaufen, man kann mit Z 25 Upgrades kaufen. Wozu 25? Da werden wir später mal noch dazu kommen, weil es ist eine ganz gute Sache, diese 25 Upgrades. Und mit Q kann man einfach das Maximum kaufen, was ich jetzt einfach mal tun werde. So, und jetzt haben wir noch ja, unser Click Damage fast verdoppelt. Dann gehe ich mal zu Stufe 12 noch, weil ich möchte
Noch gerne einfach ein Click-Upgrade kaufen, ja. Sag 52 Gold, das schaffen wir noch. Dann werden sich unsere Klicks gleich nochmal verdoppeln. Genau. Nee, unlocks the Clickstorm-Skill. Genau, so. Jetzt seht ihr, ja. Jetzt ist hier sowas dazugekommen. Aha, alles klar. Ich würde sagen, das wäre auch dann das nächste Mal sein, was es mit diesen Sachen hier auf sich hat. Bis dann will ich einfach sagen, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn sie für euch oder eurer Meinung nach informativ war, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann dürft ihr gerne eine positive Wertung da lassen. Wir müssen uns freuen und wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, wer auf meinem Kanal Minecraft sehen möchte, der soll sich auch Minecraft angucken und bitte dieses Spiel nur angucken, wenn es euch Spaß macht, weil ja. Es ist nervig, wenn sonst Leute sagen, ey, spiel Minecraft. Aber ich meine, wie gesagt, es kommen 3 Minecraft-Videos pro Woche. Und es ist eben an Sommerferien und da gibt es dann eh wieder Minecraft-Videos und so weiter. So, ich kann das Ganze hier einfach mal ein bisschen weitermachen. Bis nächste Woche oder bis zum nächsten Teil von Clickorios. Bis dann, Leute. Mach's gut und ja, peace out.